Schwächung drauf und da steht Runen 1. Steht bei der Waffe auch bei mir. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das Schild kann man auch aufrüsten und dann kriegt das mehr Stabilität. Siehst du mal. Ja, guck. Weißt du? So wie es in Elden Ring hätte auch sein sollen, dass man halt auch Stats verbessern kann vom Schild damit. Und nicht nicht nur den Damage, weil niemand greift mit einem Schild an. Da gibt es halt ein einziges Schild, was Schaden machen kann. Und das kannst du verwenden, aber der Rest lohnt sich halt einfach nicht. Na eben, das ist voll Quatsch. Ja, okay, verkaufen wir das. Dann kriege ich jetzt irgendein Bullshit an. Ihr könnt das haben. Und die Glocke, scheiß drauf. Das Ding auch, scheiß drauf. Soll ich nicht verwenden. Der Präzisionshammer ist auch weg. Ja, die Klinge des Blechen Schlechters behalte ich mal. Schwert eines Heiligen Ritters, meine Standardwaffe. Schwert des Sündenstechers. Ha, so eine Agilitätwaffe, weg damit. So. Okay. Hinter einer ruhigen Fassade kann die rasende Wut lauern, eine schallende Kakophie unaufhörliches Gebrülls, unaufhörlichen Gebrülls, Lahngerisch. Das sieht ja schon lustig aus, kopfleicht, in diesem schreienden Gesicht. Aber ich habe jetzt auch genug, also ich bin jetzt auch tatsächlich wieder schwerere Sachen tragen, fällt mir gerade auf. Hätte ich mal vor dem Bossfight auch checken sollen, aber juckt ja nicht, ich habe mir auch so gemacht. Ah. Oh. Okay, alles. Guck mal, Arme schwer, Panzer, Handschuhe des heiligen Bollwerks, Seng. Niemals wieder Schaden kriegen. Yes, yes. Das ist ja auch der Unterschied von Tag und Nacht, das hat alles besser. Ist das meine Startausrüstung? Kann das sein, wegen des heiligen Bollwerks? Hier ist meine Rüstung. Panzer eines heiligen Ritters. Heiligen Ritters? Nee, Bollwerk muss dann was anderes sein. Weil bei meiner Rüstung steht über heiligen Ritters dran. Ja, Bollwerk ist ein neues Armor-Piece, was besser ist als meine Standardrüstung. Ist ja geil. Ja, ist ja höchst erotisch. Also gibt es ja doch Rüstungen, die besser sind. Schwer, ich wüsste es, den Kopf kann ich immer nicht tragen. Das schreiende Gesicht einfach. Ja, sieht echt cool aus. Ne? Wenn man dann nicht dahinter seine Haare hätte, so. Ja. Wie du mit deinem Helm da darüber geluchert hast, ne? So wieder. Du siehst ja auch nichts eigentlich, ne? Ja. Juckt aber nicht. Aber so viel physisch. Das ist so gut einfach. Ja, true. Und der Rest ist alles Much. Der hat so viel physisch wie die Rüstung, ne? Ne, die Rüstung hat auch weniger sogar, lustigerweise. Ah, ich behalte den Mist mal. Wäre schon geil, wenn ich den noch tragen könnte, dann wäre ich schon extrem tanky. Ist ja egal, scheiß drauf. Man muss sich dann also nur einmal die Bolzen kaufen und dann hat man das als Munitionstyp. Genau, also es ist dann dein. Cool. Du kaufst dann den Typen von Bolzen. Yeah, boy. Yeah, boy. Ja, das ist schon geil. Soll ich mir das auch holen? Ja, wie du Bock hast, ne? Das ist schon cool. Ich meine, eine Fernkampfwaffe zu besitzen wäre schon geil. Ich habe ja gar keine. Und die sieht von. Also, sie hat ja ein pures Stärke-Skill und ich gehe auf Stärke. Mhm. Also, nicht zu 100%, aber halt schon zu großen Teilen. Okay. Welche hast du dir geholt? Die gerippten Bolzen, ne? Ja, genau. Eine ist ja, glaube ich, einfach nur Pfeile für den Bogen, ne? Man kann doch nicht anstatt das Schild die Armbrust nehmen. Das ist sad. Ja. Den Munitionstyp, ne? Das funktioniert nicht.
Wieso nicht? Und die Pfeile noch auswählen natürlich, ne? Die Bolzen. Ach so. Als Munitionstipp. Ah ja. Ja. Ah, okay, so zieht man dann. Genau. Entweder direkt anvisieren und linksklick oder halt bei Hand. Cool. Was ist jetzt, wenn ich den Munition verbraucht habe? Wie füllt die sich wieder auf? Ja, durch den Zitterich, ne? Nur durch den Zitterich. Oder durch eine Munitionstasche. Ja, ne? Yeah, die man dann konsumiert, wahrscheinlich. Genau, genau. Also kein Mana-Stein. Ich glaube nicht, nein. Munitionstasche muss dann sein. Ja, so also, Witz. Also mit dem ja. Und hier bei der Troller, ne? Hier Wiedergeburt Krystallis, ne? Also auch Reborn, ne? True. Nice. Ja, ist halt Souls-like, ne? Ja, ist ja okay. Ich finde, das Prinzip ist ja auch geil. Man muss da ja nicht viel dran ändern. Das Spiel muss ja im Prinzip drumherum nur geil sein. Das ist es ja nicht, ne? Nein, Spaß, das ist ja schon, schon schön. Ist er schon das? Schön. Ah, das ist er. Jawohl. Der Zauberer. Der Zauberer, genau. Strahlende Waffe. Another seek out and as proof of for only can we hope to this land is over to offer you also. Und hier strahlende Fackel. Was hat das eigentlich? Was ist das denn? Oh, der hat sogar eine bessere Axt. Axt des Reinigers. Aha. Ja, guck mal. Ich bin schwer belastet, tatsächlich gerade. Belastet. Ha, belastend. Ja, strahlende Waffe ist auf jeden Fall sehr, sehr cool für einen Bossfight. Immer mehr Damage. Der strahlende Fackel war ja der Damage-Spell noch, ne? Genau. Weil man schießt quasi so ein Ding aus sich halt, ne? Ja, keine Ahnung. Und jetzt soll ich das mal kaufen für Damage so? Ich meine, warum nicht, ne? Den Zauber haben, ja, einmal haben. 500, ja. 500 ist schon. Ist schon billig, ja. Die sind so billig. Dann gucken wir mal da wieder rein. Weil dann muss ich einen Zauber rausnehmen. Ich denke mal, ich nehme dann diese heiligen Strahlen raus. Das Standard-Heal-Ding halt. Boah. Ach, das ist ein heiliger Hammer, der mit den Strahlen verliert. Boah. Und kostet voll wenig, ne? Was? Mal richtig spammen, ne? Aber du kriegst dadurch Blut gestaggert. Ja. Also das ist ja das mit diesem Blutritual, was du da runtersetzen konntest. Juckt ja aber nicht, ne? Ja, crazy. Also bis ich mich damit selber kille, müsste ich ja Unmengen mit mehr Mana haben. Und schwer belasten. Und unten, habe ich gesehen, sind auch noch ganz viele. Ne, nicht hier, sondern hier hoch war das, glaube ich. Waren auch noch ganz viele schlimme Finger. Lol. Hier waren noch gar nicht. Hier? Nee, da bin ich jetzt falsch. Was ist das hier für ein Ding? Kann da was machen? Nee. Ja, look. Das. Aha. Ja, guck. Na, ja, guck. Was. Okay. Hallo. Jetzt können wir mit dem sprechen, ne? The must be born until the favored child makes themselves. Only then can the remaining carrion of creation finally return. Auch so eine Lampe wie wir, ne? Ja, ja. Schlüssel der Offenbarung übergeben. Ja. Oder nichts tun. Übergeben wir, ne? Ja, komm, wir übergeben uns auf ihn. Umbra Laterne aufwerten kann man bei dem. Alter. Their delights now yours to indulge in, bearer of the lamp. Der hat einfach seinen Respawn im Bad, ne? Der hat einfach diese Blumen im Bad. Haha. Lol. Kann man denn die Laterne aufwerten? Alter, was verkaufen wir dir da für ein Zeug? Vorsinnflugliche Meißel.
Eine Seelenschindelladung, kriegt man zwei Seelenschindelladungen, ein Nebenfass für Umbra-Auge und 10% Furchtwiderstand. Okay, alles klar. Wenn man das aufrüsten könnte. Ne? Okay. Chosen Bearer of the Yo, stimmt das recht, das verkauft ihr denn da? I serve. Umbral-Orb. Auge einsetzen. Okay. Ach, guck mal. Steckt eure Waffe mit Gift. Ah. Ja, toll, das darf ich nicht nehmen. Cool. Was darfst du nicht nehmen? Na, die Giftwaffe da. Darf ich nicht kaufen. Cool. Welche Giftwaffe? Das, also den Buff auf die Waffe, oder? Der Buff, genau. Und das rechts daneben kann ich auch nicht kaufen. Umbral-Wächter. Beschwört ein Umbral-Wächter, der alle Feinde in Reichweite mit Umbral-Magie angreift. Lol. Oha. Da brauchst du Strahlen und Inferno 22 für. Hehau. Oh Mann. Wenn der Wächter es nicht in sich hat, dann ist das ja übel Waste of Points. Nee, ich hab die mir geschworen, diese Runde, ne, Stärke und Buffs, aber keine Full Magie, weil dafür könnte man auch die Full Magie Charaktere dann eben, ne? Ja. Wo man dann am Anfang schon da reingeskillt hat. Das wird sich jetzt nicht lohnen, einfach so zwischen rein zu skillen. Ich weiß auch nie, wie gut das dann mal geht. Mhm. Ne? Bei Elden Ring ging das ja, weil du da ja Perma farmen kannst, bis du irgendwann halt genug Sachen hast. Mhm. Dieser Ring ist halt auch nice, ne? Verbessert eure Inferno und Strahlen, um mehr Einsicht zu erlangen. Da kriegst du dann wahrscheinlich einfach mehr Stats so. Erhöht Widerstand gegen Furcht, ne? Joa. Hä? Also oben drüber ist ja eigentlich das Wichtige. Nee, ich habe so einen Ring, da kriege ich mehr Strahlen und Inferno. Den könnte ich kaufen. Wacht der Mutter heißt der. Ja, aber da steht halt erhöht den Widerstand gegen Furcht, ne? Dieses verbessert eure Inferno-Dings. Mehr Einsicht zu erlangen, das steht da irgendwie voll oft, ne? Ja. Das ist bei der Larve, selbst bei den Salzen und so, also. Weiß nicht. Und halt dieser Katalyst, ne? Dieses Viech. Zauberslots 4. Ach, da kommt es auf den Katalyst an. Wie viele Slots man hat. Das Auge eines gefallenen Kriegers öffnet weitere Möglichkeiten, Vergeltung zu üben. Das sind diese Auge der Vergeltung, die haben wir ja auch ganz viele gesteckt, oder nicht? Hier die Umbra Larve, Leute, das ist halt auch eine Larve zum Respawnen. Eine Reborn-Larve. Wiedergeburt-Larve, ja. Das ist halt eine Larve wie in Elden Ring, ne? Boah, krass. Ja. Exactly. Die darf ich hier drin auch nicht kaufen, tatsächlich. Nice, gut. Richtig. Hä, und du darfst die Babys nicht kaufen, oder wie? Nee. Diese Überreste Samen. Ich darf davon 99 kaufen. Bei mir hat der davon keine. Huh. Überreste Samen. Oder du hast schon die maximale Anzahl, die man tragen kann. Keine Ahnung, Digga. 4? Nee, kann ja nicht sein. Hm. Und was ist mit dieser Umbral-Reste? Noch zuckende Reste um Umbral. Eines Umbral-Stigmas kann mit Molhu gehandelt werden. Tadam. Das ist ein Molhu. Boah. Ein Molhu. Und hier Schrein der verdorbenen Mutter. Funktion steht nur dem Host zur Verfügung. Nice, Digga. Was für ein Schrein der verdorbenen Mutter? Ja, hier Until her embrace. Ein Andenken da bringen. Was ist das dann? Was kann man denn hier machen? Oh, guck mal, hier kann man die Nadel einsetzen. Peter, Frau der gesegneten Erneuerung. Ah, da kann man die Seele benutzen, oder was? Ne? Hier bei den wilden Fingern hier. Als die Kräfte der jungen Peter alles übertraf, bla, ja, keine Ahnung, soll ich mal machen? Ja. Ach, tatsächlich. Tatsächlich. Und dann zahlst du dafür Larven für diese Umbral-Reste, damit du da Items bekommst. Yeah, diese Items sind komplett busted. Ja, yeah, sind die busted. Das Schwert von Peter kannst du auch haben. Peter Pettigrew. 25 Strahlen brauchst du dafür. Hä? Das ist ja das
wirkt jetzt im ersten Moment weg von den Stats, ja? Nee, das ist ja heilig. Guck mal, das sind ja, das ist ja pur heilig, das Ding. Hätte ich jetzt 25 Strahlen, wäre das bestimmt voll stark. Gesegnete Aha. Abbilder. Beschwört strahlende Duplikate von Peter, die Feinde angreifen. Lol. Oha, oha. Dafür brauchst du 30 Strahlen. Also das ist das pure Strahlending. Crazy. Armstulpen. Also du kannst halt die ganze Rüstung von ihr tragen. Aha. Alter, die manche Items davon sind schon echt stark. Und warum kriegen wir jetzt die anderen hier angezeigt? Zwei andere kriegen wir sogar noch angezeigt. Ach, von diesem Wurm. Untersucht das Stigma an der letzten bekannten Position, von der Fleischsammler hinterlassen wurde. Nee, wir müssen das untersuchen. Das, was wir... Oh nein. Oh nein. Also... Nein. Wo wir gesehen haben, dass da so kleine Motten waren und dass da dann so ein... Ja, so ein, das müssen wir irgendwie untersuchen, I guess, oder? Okay. Wie ging das denn nochmal? Lass das mal gerade mal ausprobieren, ja? Ja, vielleicht auch in der Totenwelt, I guess. Keine Ahnung. Kann man auch untergehen. Schreien der verdammten Mutter. Was stand da als Tipp? Ah, keine Ahnung. Ich, Ach so. Hier können wir wieder Farbsettings holen. Ah, jetzt haben wir unten richtig viel mittlerweile. Ja. Was bringt das denn? Ich verstehe das nicht. Warum sollte ich denn mein eigenes Farbset, also so for real, so viel Geld, also so viel Loot sammeln, um dann ein Farbset zu kreieren? Nee. Ja. Den to win, ne? Also ja, dann mache ich mal gerade Teleport, ne? Und dann gucken wir doch mal, oder? Ja, ich würde mich gerne noch mit den anderen da unterhalten. Welchen anderen? Ich habe nämlich vorhin noch einen Weg. Ich glaube hier hinten. Hier, ah, hier hinten? Ach, da bist du. Nee, hier. Zurück. Ach so. Hier bei den bei dem Kollegen so hinten dran. Ja, okay. Da war ja, hier hinten ist aber eine sehr schlechte Beschreibung, wo man ist. Ja. Hier nochmal so ein Ritter, dann noch so. Ja, mit denen habe ich ja unten noch so ein Roll. Ja, also der sagt bei mir mal gleich. Okay. Ja, wenn mit den allen schon geredet halt. Im Altar waren wir. Hier kann man sich auch noch ein Farbsetting dann holen. Ja. Wie das dann halt jetzt mal auch war. Oh, man kann den streicheln. Oh, oh süß. Oh, ja, streicheln. Gehen jetzt oder dran, vielleicht schnappt. Noch mehr streicheln. Sehr cute. Das ist schon cute, der Boy. Ist mir die Armbrust zu schwer, um ganz klein wenig Punkte. Also nicht mehr teleportieren. Ja doch, jetzt können wir. Okay. Ging's hier hin? Nur runter. So. Hier kann man ja theoretisch auch sterben sogar, ne? Ja. Also wohin? Ist jetzt die Frage. An Aussichtspunkt würde ich sagen. Und dann droppen wir uns da runter und gucken uns die Kacke mal an, ne? Ich hoffe, das ist der richtige. Mhm. Ja, genau. Ja, selbst dann müssen wir dann nochmal reisen, ne? Das sieht gut aus. Alles cool. Ist der nämlich weg hier, der Kollege, genau. Ja, habe ich mich auch gerade gefragt, ob der noch da ist. Easy. So, und hier müssen wir das jetzt untersuchen, oder wie? Und wie machen wir das? Arm, Junge, hops genommen. Ja, der spielt halt nicht mehr. Ja, tatsächlich wahrscheinlich, ne? Hey Digga, jetzt geht aber nicht. Kommt, all is so jetzt. Aha. Hands in my embrace. Oh, may your flesh sustain my divinity. Bless you. Bless you. Okay.
Ja, jetzt haben wir das Andenken von dem, also auch automatisch halt den Boss, ne? Okay, okay. Okay, das heißt, wir gehen jetzt halt ein Stück nach hier vorne. Und dann holen wir uns den Teleporter, ne? Genau. Dann haben wir uns den Bossraum noch, ne? Genau. Cool. Ach so. Ja. Geht ja wieder nicht anders, ne? Jo, er rastet komplett aus. Nicht schon wieder diese rote Laterne. Ach so, ja, hier. Da. Teleportieren. In den Bossraum, ne? Gräberstätte. Mhm. Dorfweiler. Genau, genau. Ah, da gab's ja jetzt nichts davor. Aber ist unser Setzling noch da? Ja, ne? Der ist doch davor, der Setzling noch. Mhm. Ja, ja, ja. Genau, genau. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich wusste es, dass wir die Story uns noch irgendwie angucken können. Ups, falsche Richtung. Aber oh, es war halt irgendwie so. Ich wollte deswegen nicht in die Totenwelt halt, ne? Also nicht freiwillig. Ja. Ja, nice. Easy im Prinzip, ne? Ja, ja. Jetzt, wo man es weiß. Diese ganzen Waffen, die hier rumstehen, ne? Das ist mal tausendmal alles, was wir bekommen hat am Anfang. Ja, das heißt, man kann vielleicht von denen auch richtig gute Waffen und Rüstung jetzt absnacken. Also die Rüstung von der einen war ja schon komplett bastelt. Dem Sumpf-Dude, der hat mir schon Debuffs und davor der Blut-Dude, der wird am interessantesten, weil ich mir nicht vorstellen kann, was der einem so zu bieten hat. Was mit ihm hin? Ja, das hab ich auch mal gefragt. Hallo, Mr. Ben. Do you want to play? I know some fun games. Are you hungry? What do you eat? You're smelly. Maybe I should give you a bath. Wie gut. Und dann kriegt man Umbra-Reste, die wir brauchen, um bei dem einen Typen zu kaufen. Yeah, komplett OP alles hier. Er ist gedespawnt, okay. Wer keine Lust hat. Ah, also jetzt wieder in die Bs. Dann gucken wir uns mal an, was da für Boss-Items gibt, ne? Ist ja schon wichtig vielleicht, ne? Vielleicht musst du ja auf irgendwas hinarbeiten. Kann man mal machen. Genau, genau. So. Kaufen. Ah, ne. Aber dem kann man die sogar kaufen. Ja. Andenken da bringen. Okay, der Fleischklops bringt einen Reliktspeer von Sankt Latina. Okay. Der hat natürlich auch eine Stärke Strahlenscaling, I guess. What the fuck? Mhm. Und einen Spell entfernt Regen Schaden aus verrottenden Körperteilen und diversen Flüssigkeiten. Geil. Nice. Das ist schon richtig witzig, wenn du dann so auf den Boden stampfst und dann kommen da so richtig viele Körper angeflogen. Ja. Und der Kollege. Oh, yo! Dem seine Axt kann man haben. Die ist auch way better than mine.
Aber hat noch Agilität 16. Die Armor ist okay. Yo, die Body Armor ist richtig gut. Panzer des verstummten Heiligen. Boah, Alter. Aber auch 36 Gewicht. Ah, der Wurfspeer. Schneidet einen explosiven Wurfspeer aus fauliger Magie. Du brauchst nice. Strahlen und Inferno auch. Alter, man braucht ja gefühlt viel Spells immer beides, ne? Strahlen und Inferno. Tja, crazy, ne? Das Schild ist auch besser wie meins, aber es ist ein schweres Schild. Mhm. Die Armor, die ist schon nice, ne? Ja. Define Type. Helle Bade des verstummten Heiligen. Die macht auf 150 Gift, ne? Boah. Das ist bestimmt das auch ist nice. Übel. Danke. Für das Schild brauche ich noch 25, also man braucht 25 Stärke, um es grundsätzlich halten zu können. Geil. Oh Mann. Und stark. Kann man dann damit noch parieren? Ja, ne? Nicht, dass das nachher wie ein Elden Ring ist und du kannst dann damit nicht mehr parieren. Das wäre schon sad. Ich vermute, es geht trotzdem. Hoffe, ich hoffe. Okay, ja, das sind alles nice Sachen. Willst du irgendwas davon haben eigentlich? Kannst du die selber kaufen, die Sachen? Ich kann in das Menü nicht rein. Ja. Ah, lol. Aber die Seuchenkeule von dem ist schon nice, auf jeden Fall. Kannst du in das Menü nicht rein? Lol. Ja. Die Seuchenkeule, du meinst die helle Bade oder was? Ja, genau. Ist schon nice. Könnte ich sogar aktuell mit einem Stärkepunkt noch zusätzlich konnte ich die tragen. Ja, guck mal. Ich kannst du mir diese Larven droppen, dann kann ich die ja kaufen im Prinzip. Also ich kann von ihm im Shop 3 kaufen. Wie? Nee, ob du mir die droppen kannst, du hast doch bestimmt ganz viel oder nicht. Ah, ich muss mal gucken, ob ich welche habe. Nee, du müsstest ja auch so die gleichen oder halt auch zumindest viele haben. Oder kriegst du gar keine für. 24 habe ich. Wow. Das ist immer. Und 20 kosten das, ja, dann könntest du ja. Mhm. Also wenn du 20 droppen kannst, könnte ich die ja kaufen. Ja, dann machen wir das doch so. Ich will alles sehen. Ich bin noch die Laterne aus Elden Ring für Licht. Ja, ne? So, bitteschön. Nice. Jetzt so. Ich hab dich abgezogen, ne? Ich kaufe mir jetzt die Rüstung. Den anderen Online-Games, ne? So. Ja, okay, drop mir das, dann, dann gebe ich dir das Geld. Okay. Also wolltest du Wurfspeer 14 ne? haben, ne? Nein. Labade kaufen. Okay, man kann auch alles kaufen tatsächlich. Von dem man muss einfach nur diese Dinger da ausgeben. Jetzt kann ich die nicht droppen, das wäre das Lustigste von allem, ne? Ja. Dann lass. Ja, look! Ja. Auch so schick, giftig schick. Am Ende, ne? Ein Fauliger. Mhm. Okay, Hat sich das sehr gelohnt, dass ich aktiviert geskillt habe? Ja. Boah, stark. Ja, strong. Nice. Strong Bottom. Der Strong Bottom. Ja, der, ich finde es sogar richtig gut, dass du alles kaufen kannst, weil dann kannst du auch zur Not halt wirklich mal ein ganzes Set von einem Dude holen. Ja, richtig. Mich interessiert halt schon im Prinzip dieses Strahlen, diese gesegneten Abbilder von der einen Duse da. Wir schütten strahlende Duplikate von Pieta, die Feinde angreifen. Ich weiß nicht, ob das ein durchgehender Helfer ist oder so. Und die hat ja auch eine nice Rüstung, muss man dazu sagen. Hat gegen Heilig extrem gut, ne? 210 Heilig-Resistenz. Bei dem 114, aber 283 physisch und 94 Feuer. Siehst du, der wäre übel feueranfällig gewesen. Das war so klar.
Der hat so Glück gehabt, dass wir keiner von uns Feuerspells hat, ne? Der hat wirklich richtig Glück gehabt. Wäre einer Feuerdude gewesen, wir hätten den Boss übel geburnt. Ich dachte, es ist. Das war aber auch klar bei dem Sumpftyp, ne? Weil ist halt, keine Ahnung, Sumpf so. Denke ich mir auch.